Kiki oder Hashtag Kackfluencerin nennt sich folgende Dame, die locker und lustig und sehr offen mit ihrem Reizdarm umgeht. Ihren knapp 100.000 Followern erzählt sie dabei nicht nur ihre Symptome, sondern nimmt sie auch in ihren Alltag mit, wie und wann sie mit der Krankheit zu kämpfen hat. Dabei bleibt sie meist gut gelaunt und unterhält sogar. Das ist doch mal eine richtige Inspiration. Bin ich da angekommen, komplett schweißgebadet, voll am Zittern. Ich so, die Toilette. Und dann habe ich erstmal im Notar bestimmt eine Viertelstunde auf Toilette gesessen, eine richtige Reizdarm-Session gehabt. Gott sei Dank hatten die da so Raumspray und ein Fenster und es war ganz entspannt. Aber diese Situationen sind einfach so unangenehm. Aber man hat so keine Kontrolle über diese Situation, weil man muss dann auf Toilette. Es gibt keine andere Möglichkeit.